Heute sind wir beim Vorlesewettbewerb 2023. Die Klassensieger Lasse aus der 6a und Tim aus der 6b sind im Schulfinale gegeneinander angetreten. Und der Tim ist knapp als Sieger durchgegangen und er wird im Februar an der Stadtmeisterschaft teilnehmen. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Ausschnitte aus dem Wettbewerb. Also da haben halt zwei auf der Schule, also einer, der ist neu gekommen und der war der beste Trickser an seiner alten Schule. Und die haben jetzt irgendwie so einen Trickserstreit und ich lese euch jetzt da was vor. Ja. Am Montagmorgen marschierte Niles mit einem schwarzen Schuhkarton in Miss Shandys Klassenzimmer. Der Schuhkarton sah zumindest äußerlich genauso aus wie der Miles Rucksack. Niles setzte sich und schob den Schuhkarton ordentlich unter seinen Stuhl. Innerlich tanzte Miles vor lauter Vorfreude. Äußerlich war Miles total neutral, normal und langweilig wie ein Schuhkarton. Es klingelte, wie immer. Miss Shandy erfasste die Anwesenheit, wie immer. Niles stand auf und hängte die Anwesenheitsliste an einen Haken draußen vor dem Klassenzimmer. Alles wie immer. In diesem Moment ließ Miles seinen Stift zu Boden fallen, bückte sich und vertauschte mit einer einzigen eleganten Bewegung die beiden Schuhkartons. Da hatte er ein Schaubild der hängenden Gärten von Babylon gemacht. Und Miles hatte es gegen ein Schaubild von Schulleiter Barkin vertauscht, der in einer Badewanne ein Schaumbad nahm. Miss Shandy stand vor der Klasse in ihrem langen Rock und den roten Sneakern. Wer möchte uns als erstes sein Referat vortragen? Niles Sparks hob die Hand und behielt sie oben, wobei sein Ellbogen eine beinahe vollkommene 90-Grad-Winkel bildete, genauso wie Miles es vorausgesehen hatte. Miss Shandy wartete ab, ob sonst noch jemand die Hand heben würde. Niemand meldete sich, genauso wie Miles es vorausgesehen hatte. Okay, Niles, komm nach vorn. Niles marschierte mit einem schwarzen Schuhkarton unter dem Arm vor die Klasse. Er stellte den Schuhkarton auf Miss Shandys Schreibtisch. Der Deckel war immer noch verschlossen. Niles liebte große Auftritte. Ich möchte euch jetzt gerne einen der schönsten Anblicke der Weltgeschichte zeigen, sagte Niles. Miles versteckte sein Grinsen hinter seinen Schnellhefter. Was ihr sehen werdet, ist legendär, trotzdem bis heute von Rätseln umgeben. Das war fast so schön, um wahr zu sein. Und ich lese euch heute eine Textstelle aus dem Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todens vor. In dem Buch geht es darum, dass Harry, Ron und Hermine sich auf den Weg machen, um Voldemorts Horcruxe zu töten. Horcruxe sind Teile gespaltener Seelen, die gut geschützt versteckt sind. In der Textstelle aber geht es darum, dass Harry sich in der Schule Hogwarts versteckt. Hogwarts ist eine Schule für Hexerei und Zauberei. Voldemort droht aber an, dass wenn sie Harry nicht rausrücken, dass er dann die Schule zerstört. Die Schlacht von Hogwarts. Die verzauberte Decke der großen Halle war dunkel und mit Sternen übersät. Und darunter saßen an den vier langen Haustischen zerzaust wirkende Schüler. Manche in Reiseumhängen, andere in Morgenmänteln. Hier und dort leuchtete die perlweißen Gestalten der Schulgespenster. Jedes Auge, ob lebend oder tot, war auf Professor McGonagall gerichtet, die vom Podium an der Stirnseite der Halle aus sprach. Hinter ihr standen die verbliebenen Lehrer, darunter der Zentaur Firenze und die Mitglieder des Phönixordens, die gekommen waren, um zu kämpfen. Mr. Filch und Madame Pomfrey werden Evakuierungsbeauftragten. Vertrauen, Schüler! Wenn ich das Signal gebe, scharen Sie die Schüler Ihres Hauses um sich und führen sie geordnet zum gemeinsamen Treffpunkt. Viele der Schülerinnen und Schüler wirkten wie versteinert. Doch während Harry an der Wand entlang ging und den Gryffindor-Tisch nach Ron und Hermine absuchte, stand Ernie Makemill am Hufflepuff-Tisch auf und schrie: Und was, wenn wir hier bleiben und kämpfen wollen? Es gab vereinzelten Beifall. Wer volljährig ist, kann bleiben, sagte Professor McGonagall. Was ist mit unseren Sachen? Rief ein Mädchen vom Ravenclaw-Tisch. Unsere Koffer, unsere Eulen. Es bleibt keine Zeit, Habseligkeiten einzusammeln, sagte Professor McGonagall. Wichtig ist, dass ihr hier sicher alle rauskommt.